Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen am Einheitstage Deutschlands zum DAB-Pokal zwischen Ost-Grün-Weiß-Schwerin und West-TSV Nordarresle. Das hat der Zufall gut getroffen und so habe ich mir auch zwei Spielerinnen geholt. Zum einen unseren Gast Jana Lemke und Vivian Bartlau. Beide ein wenig Blessuren. Die Heimatstadt, Vivi, was hast du? Ja, ich habe mir im Vorbereitungsturnier in Dorfmecklenburg das Kreuzband gerissen und ja, werde eine längere Zeit ausfallen. Ja, dann wünschen wir dir erstmal gute Besserung. Auf der anderen Seite, Jana, was hast du? Ich habe nur im Gegensatz zum Kreuzbandriss ein bisschen muskuläre Probleme im Knie und denke mal, dass ich nächste Woche wieder mittrainiere. Ja, das hört sich dann doch recht gut an. Trotzdem gute Besserung natürlich. Nun ist Nordarresle relativ bekannt hier in der Umgebung. Ihr seid immer beim Vorbereitungsturnier hier rund um Schwerin. Welchen Bezug hat man da als Spieler in diese Gegend? Ja, wie du sagst, beim Bandscrum-Turnier sind wir immer sehr gut aufgenommen worden. Auch wir haben immer ständig dieselbe Herberge, weil uns das einfach gut gefällt bei euch. Auch das Turnier ist sehr hochklassig besetzt. Also das ist für ein Vorbereitungsturnier natürlich optimal, sich gleich mit starken Mannschaften zu messen. Deswegen kommen wir immer gerne wieder. Ich denke, wenn das nächste Jahr auch wieder stattfindet, sind wir auch wieder dabei. Vivian, selber beim Turnier dabei gewesen, vor Nordarresle, platziert gewesen, das wollen wir als Mutmacher gleich vorweg schicken, auch wenn Harris Lee natürlich als Zweitligist hier heute Favorit ist im DRB-Pokal. Trotzdem, wie gern würdest du jetzt auf der Platte stehen, wie besonders ist so ein DRB-Pokalspiel? Oh, Pokal ist immer irgendwie was Besonderes. Das Pokal hat seine eigenen Gesetze und es ist immer für uns, jetzt sagen wir aus der Ost-Spreeliga, aus der niedrigen Klassierung, immer was Besonderes, gegen mal einen Zweitligisten spielen zu dürfen. Gerne würde ich natürlich spielen, ist immer schwer, wenn man so verletzt ist. Da sieht man das schon mit einem weinenden Auge. Drückt den Mädels aber heute die Daumen und wie gesagt, Pokal hat seine eigenen Gesetze. Mal gucken, was heute drin ist. Ja, Pokal hat seine eigenen Gesetze, so heißt es. Zumindest kennt man das aus dem Fußball so. Wie ist das im Handball? Hat der Pokal da wirklich seine eigenen Gesetze? Inwiefern läuft man Gefahr, das, was wir gestern in der Liga gesehen haben, dass man den angeblich schwächeren Gegner leicht unterschätzt? Wie groß ist die Gefahr im Pokal? Ja, wie du sagst, wenn man die Mannschaften unterschätzt, dann hat man einfach gleich verloren. Man muss sich genauso wie in der Saison auf so ein Pokalspiel vorbereiten. Und ich denke, mit diesen eigenen Gesetzen, ich glaube, im Handball ist das schwieriger, dass mal eine unterklassigere Mannschaft gewinnt. Im Fußball ist das schon mal wahrscheinlicher, weil die einfach die Qualität, die sind, die Unterschiede zwischen den Ligen sind nicht so gravierend. Beim Handball ist das natürlich schon etwas schwieriger. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das spannend wird. Also wir haben viele Verletzte, viele Angeschlagene und es werden relativ viele Junge zum Spielen kommen, die in der Saison bisher noch nicht gespielt haben und von daher ist alles offen. Ja, ich hatte das vorher angesprochen, beim Vorbereitungsturnier nur Siebter geworden, gewonnen hat das Turnier Travemünde und trotzdem seid ihr wahnsinnig gut aus den Startlöchern gekommen, ihr habt sogar gegen Travemünde gewonnen. Wie ist das zu erklären? Also eine Spielerin von uns, die sagt immer gerne, Frühform ist scheiße. Ich weiß nicht, ob das daran lag. Also wir haben 8 Neuzugänge, glaube ich, die aus der Jugend hochgekommen sind in den Frauenbereich, die natürlich erstmal in die Mannschaft reinkommen müssen, Frauenluft erstmal schnuppern. Das ist natürlich was anderes als in der Jugend. Und ja, von daher war das Vorbereitungsturnier auch relativ früh. Und ja, jetzt merkt man ständig, jede Woche verbessern wir uns. Die Jüngeren, die geben im Training immer alles und man merkt richtig, dass man langsam zusammenwächst und dann daraus auch was werden kann. Und ja, mit 4:0 Punkten hätten wir selber auch nicht mitgerechnet, dass wir A in Greven gewinnen und auch noch Travemünde zu Hause schlagen. Hätten wir nicht gedacht. Ja, für euch ist es nicht ganz so gut gelaufen. Im ersten Spiel schon, als Tabellenführer nach dem ersten Spieltag, lief sehr, sehr gut. Dann beim Tabellenzweiten mit 2 unterlegen. Was war da los? Naja, das erste Problem war, wir sind nur mit 6 Feldspielern hingefahren. Also wir hatten keinen Auswechselspieler, 6 Feldspieler, 2 Torhüter. Das war schon sehr, waren wir schon sehr geschwächt. Das war trotzdem zu machen, wir haben ein bisschen gepennt. Aber gut, in Frankfurt kann man verlieren. Und jetzt gucken wir aufs nächste Spiel in Rostock. Und ich denke, die Saison ist trotzdem, kann positiv für uns enden, wenn wir so weiter spielen, wie wir das in den Vorbereitungsturnieren gezeigt haben. Und dann wird das auch alles seinen Gang gehen, denke ich. Konsequenz für das DRB-Pokalspiel heute, was ja ein Bonus für euch ist, ist, dass ihr am wahrscheinlich 3. Advent nochmal ran müsst gegen die Füchse aus Berlin. Inwiefern nervt das so kurz vor Weihnachten? Ich weiß gar nicht, dass wir da nochmal ran müssen. Ja, eigentlich hättet ihr heute gegen die Füchse Berlin 2 gespielt. Das Spiel wurde ja verlegt. Ligaspiel, weil heute DAB-Pokal ist und müsste dann ganz, ganz spät in diesem Jahr nochmal ran. Inwiefern nervt das einen Spieler? Inwiefern möchte er dann auch mal seine Pause haben?
Auch ich denke, wenn man gerne Handball spielt und dann ist es die Saison und man hat halt nicht so viele freie Wochenende und ich denke nicht, dass es nervt. Wie ist das auf der anderen Seite? Profi-Handball ist ja nicht richtiger Profi-Handball, aber doch hoher Leistungssport, zweite Bundesliga, kostet sehr, sehr viel Zeit. Wie viel Zeit hat man für sich? Relativ wenig, aber auch bei uns ist es so, dass Handball bei uns ein Hobby ist. Zwar ein Hobby, das man sehr oft betreibt, aber ja, bei uns steht auch im Vordergrund, solange man daran Spaß hat, macht man das auch. Und das ist einfach das Wichtigste. Und wie gut kommt Handball in Haareslee an? Man hat ja die Konkurrenz, die Nähe zu Flensburg, zu den Männern von Flensburg-Handewitt. Wie gut wird Frauenhandball da angenommen? Da sprichst du ein leidiges Thema an. Mit der SG Flensburg-Handewitt natürlich vor der Tür ist das ganz oft so, dass nicht nur die Zuschauer dahin laufen, sondern auch die Sponsoren und man da immer Probleme hat, genug Sponsoren an Land zu ziehen. Und auch im weiteren Kreis Dritte Liga Männer sind auch Mannschaften vertreten. Das heißt, es ist alles bei uns oben sehr eng und sich da irgendwie noch durchzusetzen ist schon nicht einfach. Also unser Management schafft es bisher immer, dass wir Zweite Liga spielen konnten. Und ja, das ist einfach auch das Ziel, nächste Saison nochmal anzugreifen in der Zweiten Liga. Ja, nochmal anzugreifen in der Zweiten Liga. Du sagtest, ihr seid hervorragend gestartet, 4:0 Punkte. Schielt man da nach oben oder sagt ihr, das können wir finanziell einfach nicht stemmen, das haken wir einfach völlig ab? Nee, doch, wir sagen schon, auf jeden Fall, wenn wir sportlich die Qualifikation für diese eingleisige Zweite Liga schaffen wollen, ist es auch unser Ziel, das zu erreichen. Ob man es nachher finanziell gewuppt kriegt, ist eine andere Sache. Wir wollen gucken erstmal auf die Saison. Wie läuft die Vorrunde? Mensch, was setzen wir uns für ein Ziel? Vielleicht schaffen wir ja doch noch 7., 6., 5., das wissen wir nicht. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Hauptsache, wir bleiben verletzungsfrei. Ja, das ist natürlich das Wichtigste. Ja, für Grün-Weiß-Schwerin. Man hat als Außenstehender, gerade weil ihr knapp die Qualifikation für die dritte Liga verpasst habt, kann der Ziel eigentlich nur Aufstieg sein. Jetzt ein kleiner Dämpfer mit dem Auswärtsspiel, du sagst, man kann da verlieren. Aber geht es in Schwerin in diese Richtung? Also für mich persönlich gibt es eigentlich das Ziel, dritte Liga. Und ich denke, dass wir schon das Team haben, um das dieses Jahr zu schaffen. Wir müssen natürlich konzentriert bleiben und sowas nicht normal leisten wie in Frankfurt. Und ich denke, dass die Mannschaften schlagbar sind, die wir in der Staffel haben und dass wir auf jeden Fall das Zeug dazu haben. Für dich persönlich, wann geht's wieder auf die Platte? Ja, schwer zu sagen. Ich habe jetzt gerade, ist jetzt 2,5 Wochen her, die OP. Also wenn es hart auf hart kommt, bereite ich mich erst für die nächste Saison wieder vor. Oh, das klingt wirklich hart, aber wenn du auf deine Kollegin verlassen kannst, dann vielleicht schon dritte Liga. Und für dich persönlich, was hast du dir vorgenommen für diese Saison? Ich bin Mannschaftsführerin diese Saison von dieser jungen Mannschaft und das ist auch eine neue Aufgabe für mich und das ist so mein Hauptaugenmerk, mich auch persönlich in der Richtung weiterzuentwickeln und Führung zu übernehmen und die Mannschaft ja zu leiten und in schwierigen Situationen Verantwortung zu übernehmen. Das ist so mein persönliches Ziel. Gut, dann wünschen wir viel Glück jetzt beim Spiel, viel Glück für die weitere Saison für euch und auf ein spannendes Ost-West-Spiel am Einheitstag. Ja.
Saison aufgeht. DHB-Pokal in Schwerin. Wer hätte das gedacht von Grün-Weiß, nicht von Post-Schwerin. Zweite Runde, Grün-Weiß-Schwerin gegen den TSV Nordharesle. Und ich begleite Sie heute wieder mit Roberto durch das Spiel. Und Anwurf Schwerin, und da gibt es das erste Missverständnis und den ersten Ballverlust auf Schweriner Seite. Die Gegner heute aus der zweiten Bundesliga, Nordharesle. Ungeschlagen in der zweiten Bundesliga, 4:0 Punkte. Nach Siege gegen